schon sehr abstrakt. Ist ihrer Zeit sehr voraus. So. Andersrum. Da liegt er. Oh, voll gechillt, der Gute. Gut, dann Du bist zurück. Hast du den Beweis, um den ich dich bat? Das könnte dich interessieren. Ich nahm es dem Befehlshaber ab, nachdem er tot war. Weißt du, worum es da geht? Wie meinst du das? Deine Reaktion verriet dich. Ja, der Mann, der hier erwähnt wird, hatte einen wichtigen Auftrag für Athen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin stand. Ha, warum Mytilene? Warum nur wollte der Bote nach Mytilene? Er sollte helfen, dort Vorräte an das Volk zu verteilen, um ihnen gegen ihre Unterdrücker beizustehen. Was bedeutet dir dieser Mann? Du siehst besorgt aus. Er war nur ein Gehilfe, aber seine Mission war sehr wichtig. Ich hoffe, damit ist bewiesen, dass man mir so etwas anvertrauen kann. Es beweist deine Tatkraft, ja. Vertrauen? Du hast den Brief gelesen. Ich musste sicherstellen, dass er als Beweis reicht. Es hätte alles sein können. Ein guter Einwand. Und deswegen habe ich noch einen Auftrag für dich. Du musst meinen Boten Hermos finden. Ist das der Bote aus dieser Nachricht? Ja, es ist unerlässlich, dass Hermos befreit wird und das Schiff erreicht, das ich bereitstellen ließ. Interessant, okay. Wo ist das Schiff, zu dem ich ihn bringen soll? Es ist sicherer, wenn du es nicht weißt. Sobald du ihn findest, sagt er es dir. Erzähl mir mehr über deinen Boten. Er ist nicht von Bedeutung, seine Mission umso mehr. Finde ihn, damit er sie beenden kann. Das ist ja ein freundlicher Dude, ne? Ja, der Bote ist egal, aber die Botschaft ist so wichtig. Ja, cool. Um welche Mission handelt es sich? Je weniger das wissen, desto besser. Es reicht, wenn du weißt, dass sie wichtig für die Zukunft Athens ist. Wo soll ich nach Hermos suchen? Wenn die Spartaner ihn haben, ist er im alten Steinbruch. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dort all ihre Gefangenen sind. Naja, den habe ich, glaube ich, schon befreit. Sei unbesorgt. Ich werde ihn zu deinem Schiff bringen. Helm des Befehlshabers. Okay. Kriegerschaden gegen spartanische Soldaten. Da habe ich aber Jägerschaden. Ja, die behalte ich mal. Quest ist natürlich jetzt eine neue da. Leon, finde und befreie den Boten. Ich will mal kurz schauen, wo die ist. Ja, die habe ich schon. Okay, da bin ich ein bisschen voreilig gewesen. Ich könnte jetzt eigentlich den machen, den Schlangenhändler töten. Ich warte schon die ganze Zeit auf ein Rematch mit dem. So, vor allen Dingen jetzt können wir ja erstmal die Kamera anmachen. Jetzt können wir ja ihn erstmal mit einem fetten Pfeil begrüßen. Ich hoffe, ich habe 4 Adrenalin. Ja, sehr schön. Und dann erstmal mit so einem fetten Pfeil. Das ist cool. Warst du eigentlich schon auf dieser Party, wo der eine Ziege vögelt? Was?
Nein. Okay. Die alten Griechen, ne? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Jetzt werde ich hier nicht mehr oder nie mehr auf eine Party gehen. So, ja, willst du auf meine Party kommen? Nein. Oder kommt drauf an, wenn du Ziegen dabei hast, dann nicht. auf dem Weg dahin. Ich muss ja meine Waffen schärfen. Guten Tag. Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Wieso? Okay, also meine Dolche verbessern, mein Bogen verbessern. Kopfschussschaden. Yeah. Alter, der Bogen wird richtig heftig. Der wird richtig nice. Die können wir auch verbessern. Auf 408 Schaden mehr. Also nicht mehr, sondern insgesamt. Dolchschaden 3%. 8% Schaden gegen Athener Soldaten, ne? Das brauche ich eher weniger. Aber cool ist es trotzdem. Brandrate. Vergiftungsdauer, Krieger. Okay, dann gravieren wir mal ein bisschen. Also hier habe ich Dolchschaden habe ich graviert. Okay, habe ich den schon graviert? Ja, Kopfschuss. Oh, achso, okay. Da habe ich ja schon alles graviert, was man gravieren konnte. Das könnte ich gravieren. Also Jägerschaden haben wir, Hochleistungsfähigkeitsschaden. Wie das klingt. Nahkampfwiderstand, Gesamtrüstung, Gesundheit, danke. Kritischer Schaden ist immer attraktiv. Attentatschaden, Adrenalin bei kritischen Treffern ist ganz gut. Okay, Adrenalin bei tödlichen Kopfschüssen. Wobei, das mache ich mal nicht, weil das ist wirklich nur bei erstens Bogen und bei Kopfschüssen. Und ich mache lieber den 5% kritischen Schaden. Weil das gilt ja für alle Items. Gut. Dann will ich den auch noch verbessern. Aber das kann ich nicht, ne? Nee. Wieso kann ich den nicht verbessern? Habe ich kein Geld dafür? Dann verkaufe ich mal. Wieso zeigt er mir... Achso, weil ich wahrscheinlich gerade kein Ding habe. Schaden. Ne, da ist der. Also hier habe ich schon genug reingesteckt, um den halt jetzt zu behalten. Goldene Statue. Aus purem Gold. Ja, läuft. Mit Drachmen. Haifisch. Seltener Hinweis. Behalte ich mal Eberhauer. Wolfsfell. Könnte ich noch gebrauchen wahrscheinlich. Er fällt fast auseinander und bietet daher keinen Schutz mehr. Haifischflosse, warum das denn? Kaputte Armschiene. Rostiges Schwert, rostiger Streitkolben. Fackel, also Fackel können wir ja gebrauchen eigentlich. Gut, das gebrauchtes Messer. Besudelter Lumpen, oh, lecker. Und das hier, glänzendes Armband, Halskette, Ohrringe, verlorener Schlüssel, ein Eisenschlüssel, der wahrscheinlich eine Tür oder Truhe öffnet. Da habe ich drei davon, keine Ahnung. Okay, gut. Danke, dass du da warst. Danke, dass du meine Sachen verbessert hast.
Dann sorry für den Spoiler. Spoiler. Für den Spoiler an mein Auto, Mann. Ja, kein Problem. Also, das ist ja kein. kein großer Spoiler, sag ich mal. So. Die Antike war schon in solchen Sachen ziemlich. Einerseits freizügig und andererseits echt ein bisschen komisch. Naja. Nur meine Meinung. Wieso? Was willst du von mir? Wieso verfolgt er mich? Bin ich gerade durch ein verbotenes Ding gegangen? Was ist denn bei denen schief? Aber so random verfolgen. Bin ich. Vielleicht, warte mal. Ich will mal kurz schauen. Mag der Armen? Bin ich irgendwo durchgegangen, wo ich nicht hätte durchgehen dürfen? Ah, wo denn? Ach, vielleicht da. Warte, ja, ich bin hier so hin. Und dann da und. Da stand, glaube ich, der mich dann verfolgt hat. Da habe ich ja den einen befreit. Sag jetzt nicht, die sind mir immer noch böse. Hier in der Grube waren doch Schlangen. Ikarus möchte auch mitspielen. Okay, das ist geil. Dann sag Good Morning. Scheiße, das war voll daneben. Alter. Das mit den Zeitenfall, das hätte ich nicht machen dürfen. Weil da habe ich ja drei Adrenaline einfach so verschwendet. Okay, gut. Challenge accepted. I will kill him. Aber der macht schon echt guten Schaden. Der macht echt richtig Schaden. Da ist er. Also der aufgeladene Pfeil macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich erwartet hätte. Schmerz, meine
meines Gifts. Wo bin ich hin? Pfeile kam von da. Ja, das ist dein Ende. Ein Bogenduell mit Mr. Tobi ist nicht ganz so gut für dich. Na? Freunde sollten nun wieder sicher. Also der war jetzt leicht. Oh Gott. Aber es war auf jeden Fall... Ich glaube, insgesamt bin ich bei dem... 7-mal gestorben oder so. Also jetzt gerade nur einmal zum Glück. Oh. Zum Glück nur einmal. Aber ich glaube mit, also im Nahkampf ist der schon ziemlich krass. Ich weiß halt nicht, was du alles schon an Quest gemacht hast. Ne? Bin ich jeden Montag hier. Ja, überhaupt kein Problem. Wobei, warum nicht? Nein, Spaß. Das ist überhaupt kein Problem. So. Jetzt muss ich halt schauen, dass ich bei denen einfach so... Ich will mal schauen, ob ich bei denen einfach so vorbeigehen kann. Ja, kann ich. Gut. So. Dann mache ich mal endlich die Quest fertig, die wir am Anfang, ganz am Anfang bei Athen bekommen haben. Die ist über einen Zaun gestiegen. Die haben hier auch nur eine Art Hund, oder? Entschuldigung. Oh, ich dachte mich. Entschuldigung. Jetzt hab ich ein bisschen getreten. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da rein? Komme ich da auf legale Weise rein oder muss ich da einbrechen? Sieht so aus, als würde ich da inoffiziell reingehen müssen. Du kannst auch schon mal die Tür aufmachen, wenn ich klopfe, ne? Depp. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns zuletzt sahen. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde Perikles davon berichten. Gern geschehen. Was Perikles wollte. Ich sollte zu ihm zurückkehren und herausfinden, was die Athener über meine Mutter wissen. Ah. Ja, natürlich. Ich werde heute mein erstes D&D-Game spielen. Bin gespannt. Krass. Cool. Ja, erzähl mir unbedingt, wie es war. Also, vor allem, weißt du schon, welches Genre ihr spielt? Oder, also, wie die Geschichte sein wird? Also, Grundgerüst müsst ihr ja wissen.
Erzähl mir alles. Also halt kurz. So, weil, also so, die Rania, die spielt sehr häufig D&D, beziehungsweise hat sie bis Corona halt viel gespielt. Und wir haben auch einige D&D-Runden hinter uns. Oh.